Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Hitman für die PlayStation 4 in der Patient Zero bzw. Patient Null Bonus-Kampagne in der Game of the Year Edition. Im letzten Part haben wir der Auto abgeschlossen und eine böse Waffe sichergestellt in Sapienza. Mir fällt gerade auf, dass in dem Bild hier ist da hinten gar kein Mond, sondern ein Leuchtturm. Und jetzt geht's in die dritte von vier Missionen. Diese Woche in Colorado in der Mission Der Vektor. Schauen wir mal uns an, was es damit auf sich hat. So, Colorado next. That's correct, 47. ICA Intel has just confirmed the exact coordinates of the US-bound signal from Nabazov's Dead Man's Trigger. It's remote. Sounds perfect. Quite. We've borrowed an NSA satellite, and so I'm looking at the location now. It appears to be some kind of paramilitary compound, but intel is limited. However, we do have a positive ID on another of Nabazov's disciples, a medical doctor, with a live sample of the Nabazov virus. Small place for a dispersal. Maybe just a test? Or an act of desperation. We cannot allow this to spread, 47. I'm uploading a full briefing to your laptop. Review as soon as you can. All right, 47. Your primary target is medical doctor and radical cultist Bradley Payne. Intel confirms that Payne has already infected a number of unsuspecting militia operatives with the Nabazov virus. Initial examination of the virus show it to be incredibly infectious and utterly lethal. Fortunately, there is no indication that the virus has spread beyond the compound. However, in order to prevent any contagion, Payne must be eliminated, along with any infected mercenaries. To remove the risk of exposure to the virus, we're recommending you go long range for this one. I will be providing intel upon touchdown, identifying targets for you once you've set up your sniper nest. Good luck, 47. Genau, das ist, was ich letzte Woche meinte, die Mission ist ein bisschen anders, weil man das wohl, so wie ich das verstanden habe, komplett aus der Distanz macht, so wie so eine Hitman-Sniper-Mission. Okay. Identifizieren, eliminieren Sie alle Milizsoldaten, die mit dem Virus infiziert wurden. Und Bradley Payne. Ich kann auch nicht mal irgendwie einstellen, dass ich irgendwas mitnehmen kann. Einer kam fast durch. Neutralisieren Sie ein fliehendes Ziel. Schließen Sie der Vektor ab, indem Sie jedes Ziel per Kopfschuss eliminieren. Schalten Sie alle Ziele mit genau 5 Kugeln aus, ohne einen Schuss zu verfehlen. Das heißt, es gibt 4 Infizierte. Oder weniger. Eliminieren Sie jedes infizierte Ziel, bevor Sie Dianas letzten Hinweis zu ihm erhalten. Schließen Sie der Vektor ab, indem Sie die Leichen aller Ziele verstecken. Okay. Unsichtbare Arbeitsumgebung. Schließen Sie der Vektor ab, indem Sie alle Ziele durch Unfälle eliminieren. Mal gucken. Wahrscheinlich kriege ich gar nichts davon hin, wie immer. Außer vielleicht das mit dem fliehenden Ziel töten, weil mir eh alle wieder wegfliehen. So, wie ich das gewohnt bin. Okay. Gut, wir sind damit also schon in der vorletzten Mission von diesem Mission. Eigentlich schade. Aber ich finde es trotzdem einen lustigen Zufall, dass natürlich in diesem Bonus-Contract hier, Patient Zero, dass natürlich alles genau an diesen Orten ist, wo wir schon mal waren. Naja, ist natürlich logisch, Game Design technisch hier für die DLC kam. Tatütata, aber naja. Okay. Ist ja gut. Irgendwie müssen wir mal wieder den Ladescreen überbrücken. Your primary target is Dr. Bradley Payne. From what I can determine, he's already infected a number of militia members with Nabazov's virus. To ensure containment, we must eliminate everyone who has been in contact with it. I'm pulling up details on whom that might be, and will pass it on to you as soon as possible. It will be piecemeal, however. I suggest you do not engage the primary target until we are certain that all the infected have been eliminated. Good hunting. Okay, also erst die Infizierten erledigen. I'll have some intel for you shortly. Okay, I'm seeing references to assault training in the target's dossier, 47. He's likely to be near the barn or shooting range. Gut, dass sie sich jetzt alle wahrscheinlich nicht so viel bewegen werden. Der sieht mir ganz normal aus. We're looking for a chess enthusiast, 47. Look for was? A board. Kach. You need two for a game of chess.
Da ist Schacht. Dann ist das wirklich der Typ von gerade hier, oder? That is your primary target, CDC Dr. Bradley Payne. I suggest we locate and eliminate all secondary targets first, 47. This should help you narrow the search down a little. This is specific. The target is injured. He's limping. That's the first infected target eliminated, 47. Wait, 47. One of the infected is trying to escape. Take him down now. We can't let any of them get away. One of them is trying to escape, 47. Eliminate him before he can get clear. 47, the doctor is making a run for it. Take him down now. Escaping patient eliminated, 47. Well done. Confirmed, 47. Bradley Payne has been eliminated. Wo sind denn die anderen? Wie kann ich nachladen? So kann ich nachladen. Ich weiß nicht, wo die anderen beiden Fliehenden sind. Da flieht jemand. 47, we can't let any of the infected get away. Escaping patient eliminated, 47. Oh Gott. Well done. I'll have intel on the final infected target shortly. The target is on guard duty, somewhere in the farm's junkyard near the water. Junkyard. Wo ist denn hier ein Junkyard? Near the water tower? Ah. I have something, 47. Medical records indicate alcoholism. Look for someone drinking. Right. This should be helpful. Let me just confirm. Yes, that's all of them. Good. We're done. Das ging schnell und war cool. Auch wenn man deutlich gemerkt hat, dass die Texturen sehr getweakt wurden. Also ich muss jetzt bekommen haben, das mit dem Fliehenden und das mit jedem Killen, bevor ich den letzten Tipp bekomme, oder? Muss ich mal schnell gucken. Fliehendes Ziel und bevor sie. Ja. Na, sogar 3 Sterne mal ausnahmsweise. Dankeschön. Und zurück zum Menü. Ja, gut. Damit. Ist die dieswöchige Episode abgeschlossen. Oh Mann, ja, dafür hat sich jetzt eine Woche warten richtig gelohnt, liebe Leute. Ich hoffe, ihr guckt es erst, wenn alle 4 Episoden schon draußen sind und ihr dann die einfach alle am Stück guckt, damit ihr nicht so viel warten müsst. Dann fehlt nur noch eine einzige Mission und die ist wieder in Hokkaido, Japan, namens Patient Zero, Patient Null. Die Mission heißt so wie die ganze Kampagne. Und die wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger und vermutlich auch ein bisschen anspruchsvoller. Und ich denke, ich weiß es nicht, wie gesagt. Das ist alles hier blind, habe ich vielleicht noch gar nicht gesagt, aber ich kenne die Mission noch nicht. Ich vermute aber mal, dass wir jetzt dem Ursprung des Viruses auf den Grund gehen. Also, dass der vielleicht da irgendwo hergestellt wird. Also hergestellt in Anführungsstrichen. Gut. Liebe Leute, das soll es erstmal für den Part gewesen sein. Wir sehen uns also im nächsten Part, dem wirklich finalen Part von Hitman Season 1, Patient Zero, von mir wieder. Wenn ihr möchtet, ich sage das im nächsten Part nochmal, wenn ihr möchtet, dass ich irgendeine Mission, vielleicht vom Hauptspiel oder eine der 3 Bonus-Missionen oder sogar eine der Patient Zero-Missionen nochmal aufnehme, nochmal spiele, nochmal hochlade, nur auf eine andere Art und Weise, als ich sie im ursprünglichen Let's Play gemacht habe, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Mache ich sehr gern. Ich hätte auf jeden Fall Lust drauf, wenn ich Zeit habe. Ja. Ansonsten sage ich jetzt erstmal bis zum nächsten, voraussichtlich finalen Part. Bis dann und auf Wiedersehen.